Hallo, liebe Fußballerinnen und liebe Fußballer. Wir sind für euch da. Hier von der Fußballstadt Berlin. Wir von der Fußballstadt Berlin für euch hier im täglichen Training legen wir wieder los mit Ballarbeit, mit ein bisschen Athletiktraining, mit kleinen Dehnübungen. Und am Ende, ich habe es euch gesagt, wir sind in der internationalen Bauchwoche. Heute, auch am Dienstag, werden wir uns am Ende wieder um unser bestes Stück kümmern, um unsere Mitte. Viel Erfolg. Wir von der Fußballstadt Berlin begrüßen euch auch hier wieder herzlich zu unserem Ballübungen. Wir sehen ja anhand der Zuschriften bzw. Kommentare, manchmal kommen auch neue Spieler dazu. Deshalb hier kurz der Hinweis, holt euch 4 Kappen, 4 Münzen oder 4 kleine Markierungen, die ihr euch dann zu einem Viereck, ich nehme in dem Fall immer Münzen, ja, die ihr euch zu einem Viereck aufbaut. Ein Ball. Zum Aufwärmen werdet ihr jede Ballübung immer 1 Minute machen, 6 verschiedene Übungen. Das Ganze dann immer 3-mal hintereinander. 20 Sekunden Pause. Wir legen los gleich mit der Übung 1. Übung out 1. Mit der Sohle nach innen, außen und wieder nach innen spielen. Dann mit dem anderen Fuß. Also innen, außen, innen. Anderer Fuß. Innen, außen, innen. Innen, außen, innen. Innen, außen, innen. Und das Ganze dann irgendwann in einen schönen 5-Rhythmus. Innen, außen, innen. Innen, außen, innen. Übung 1, mit der Sohle, innen, außen, innen. Übung 2, Sohle, rechter Fuß, vor und zurück. Sohle, vor und zurück, rechter Fuß. Immer schön kontrolliert das rechte Bein in der Luft lassen und mit links im gleichen Rhythmus mitgehen. Sohle, vor und zurück, rechts. Übung 2. Übung 3. Das Ganze mit der linken Seite. Rechts bleibt immer auf dem Boden. Das linke Bein versuchen wir komplett 1 Minute lang in der Luft zu lassen. Und gehen dann immer mit dem Ball vor und zurück mit der linken Sohle. Übung 3. Übung 4. Jetzt verbinden wir das Ganze vom rechten zum linken Fuß und wieder zurück. Also rechter Fuß Sohle, vor und zurück. Linker Fuß Sohle, vor und zurück. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sohle vor, Sohle zurück, Sohle vor, zurück. Immer abwechseln mit den Füßen. Übung Nummer 4. Bei der 5. Übung des heutigen Tages werden wir den Ball nur einmal berühren, indem wir uns den gut hinpositionieren. Und jetzt werden wir schöne Revelinos machen. Ja, immer auch so einen Tänzelgang nach den Kontakten. Nicht immer so gleich rüber, das nicht, sondern immer rüber. 1, 2 Zwischenschritte, 1, 2, 1, 2. Und da kann ich ruhig das Tempo variieren. Oder dann mal wieder ein bisschen langsamer. Aber der Rhythmus bleibt immer der gleiche. Übung Nummer 5, Revelinio. Übung Nummer 6 ist jetzt etwas für Techniker. Ja, so welche wie mich. Oder welche, die Techniker werden wollen. So welche wie viele andere auf dem Platz. So, jetzt legen wir los. Revelinio. Und dann ein Kontakt mit der Außenseite. Revelinio, Mitnahme, Revelinio, Mitnahme. Und diese Mitnahme muss man natürlich immer mit viel Ballgefühl machen, so wie euer Trainer. Immer eine gefühlvolle Ballmitnahme mit der Außenseite nach der Finte. Übung Nummer 6, Revelinio, Mitnahme, Außenseite. So, alle diese Übungen, alle diese Ballübungen machen wir wie immer. 1 Minute, kurze Pause zwischen den Übungen. Wichtig ist, dass ihr es auch 1 Minute durchgehend macht, nicht 20 Sekunden, dann Pause, dann 40 Sekunden, 1 Minute, dann ist kurze Pause, dann die nächste Übung 1 Minute und so weiter. 6 Übungen und das Ganze 3-mal hintereinander. Und dann legen wir los, machen uns warm, machen uns das hier warm, bevor es weitergeht. 2. Tag heute bei der internationalen Bauchwoche. Zum Warmmachen brauchen wir nur uns, einen Fußboden und mehr nicht. Und eine Idee. Und zwar wird die Idee nämlich folgende sein. Wir werden jetzt wieder in den Liegestütz gehen. Nicht vergessen, Knie nicht auf den Boden. Wir gehen in den Liegestütz. Achten auf eine gerade Haltung. Ja, und nehmen jetzt, ich fange mal an mit rechts, den rechten Fuß neben die rechte Hand. Achten auch darauf, dass das hintere Bein gerade ist und hier ein 90-Grad-Winkel. Nicht weiter vor oder den Fuß hinten seitlich, sondern wir sind so in der Spannung und halten die rechte Hand auf den Boden und gehen jetzt mit der linken Hand nach oben, schauen nach hoch
und bleiben eine Minute. Nach der Minute langsam aufstehen, bisschen schütteln, danach das Ganze auf der anderen Seite. In den Liegestütz und die Hand, die nicht neben dem Fuß ist, die geht nach oben und bleibt eine Minute lang. Rechts, eine Minute links und dann kommen wir zum zweiten Teil des Aufwärmens. Heute bei der internationalen Bauchwoche, unserem zweiten Tag, müssen wir uns nur ganz, ganz wenige Dinge merken. Und zum Beispiel, die erste Sache, die wir uns merken müssen, ist das Wort Sit-Up. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Fußsohlen aneinander, hoch, vorne den Boden berühren und wieder runter. Sit-Up ist die eine Sache. Bei der anderen Sache machen wir halbe Klappenmesser. Bei den vollen Klappenmessern gehen sowohl Beine als auch Hände hoch. Beim halben Klappenmesser geht immer ein Bein und beide Hände hoch. Eins. Zwei. Also halbe Klappenmesser, weil nur ein Bein hochgeht. Dafür zwei Stück gilt als eins. Und jetzt, bevor ich irgendwelche Anrufe bekomme, wie viel davon muss ich dann machen, Frank? Müsst ihr euch, sage ich euch gleich, ihr müsst euch nur vier Zahlen merken. 40, 30, 20 und 10. Diese Zahlen müsst ihr euch merken. Die Kleinfeldspieler machen also 40 Sit-Ups, 40 halbe Klappmesser, das Ganze 30 Mal, das Ganze 20 Mal, das Ganze 10 Mal. Die Großfeldspieler, die gehen wieder hoch. 10, 20, 30, 40. Vier Zahlen braucht ihr euch nur merken. Ganz einfache Übung, die es aber in sich haben werden. Wir freuen uns und wünschen euch viel Spaß. Zum Abschluss nochmal ganz kurz der Hinweis, das habe ich jetzt während der Übung vergessen, euch nochmal darauf hinzuweisen. Ganz, ganz wichtig, wir haben bei all diesen Übungen, bei den Dehnübungen wie bei den Kräftigungsübungen, haben wir meistens kein Zeitlimit. Deswegen nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, macht nicht mehr als nötig, also nehmt nicht mehr Zeit, als ihr unbedingt benötigt, macht es sauber, durchgehend, aber sauber. Wie immer, gute Sit-Ups, gute Klappmesser bringt euch natürlich mehr als schnell, und ich sage es mal ganz offen, scheiße ausgeführt. Macht's ordentlich, macht's sauber, denn das wird euch weiterbringen, okay? Ich freue mich, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart heute am Dienstag hier in der Fußballstadt Berlin bei eurem täglichen Training. Wir stehen zu unserem Wort, wir sind für euch da. Diese Woche in der internationalen Bauchwoche, wir freuen uns. Die ersten neuen Jungs haben uns übrigens auch schon angerufen, sind mit dabei, gehen zusätzlich ins Athletiktraining oder haben sogar schon bei uns auch das ein oder andere Personal Training im Buch gebucht. Wer Interesse hat, einfach anrufen, schreiben, ihr habt unsere Kontaktdaten. Wer sie nicht hat, geht auf unsere Website www.fußballstadt.berlin. Das ist ganz einfach, findet jeder von euch. Wir freuen uns über jede Zuschrift, wir freuen uns über jeden Spieler, der mit uns seine Fähigkeiten verbessern will. Bis morgen, zum Mittwoch, macht's gut, bye bye.